Retro Gaming. It's come on time. Talk now, leader. Amiga. It's come on time. Enjoy my channel and have fun. Hallo und willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac. Heute schaue ich mir auf dem Amiga Bomber Bob an. Bomber Bob soll ein Vertical Shoot'em-up Game sein. Und das sieht so comichaft aus. Mit Sprachsamples? Okay. Mal gucken, ob man das hier jetzt so auch ans Laufen kriegt. Programma, es ist Italiano. Stefano. Leggi. Italo Bootmix oder was? So, jetzt mal gucken, ob das hier auch läuft und das nicht hier nach dem Intro-Screen alles schon wieder abschmiert. Denn ich habe festgestellt, eine ganze Menge Games laufen auch irgendwie nicht. Obwohl, aha. Ah, ich muss selber immer drücken. Ich kann also nicht gedrückt halten. Okay. Witzig. Unter welchem Kriterium schieße ich denn Bomben ab? Keine Ahnung. Livello 1, Cartello B. Ich weiß nicht, ob es auch eine anderssprachige Version gibt, aber zocken lässt es sich ja anscheinend gleich. Oh, in den Wolken ist ja fies, wenn man eins... Aha, Feuerbutton und Hebel nach oben schießt Bomben ab. Davon scheine ich wohl unbegrenzt zu haben. Bumm. Sah aus wie so ein Zwischengegnervieh. Was war das für ein Ding? Aber ist lustig. Das ist richtig knuffig. Was war denn jetzt los? Was hat mich getroffen? Ich hab's nicht gesehen. Na warte, ey. Nein! Das hab ich gesehen. Fine partita. Ende der Partie. Joa. Aber was so schön war, machen wir es gleich nochmal. Ich hoffe, ich komme noch ein bisschen weiter. Weil da kommt nämlich nachher noch was, wo man so aus der Third-Person-Perspektive durch irgendwelche Tunnels fliegen muss. Ich weiß gar nicht mehr, für welches System ich das schon mal irgendwo gesehen oder gezockt habe. Aber ich glaube, das war nicht auf dem Amiga. So, diesmal komme ich hoffentlich ein bisschen weiter. Oh, ich habe das fast zersprengt. So, jetzt hoffe ich, dass ich mal ein bisschen mehr aufpasse. Ja, yeah, Mann, ey! Scheiße! Ach du Kackkanonenboot. Und ich muss es auch noch unbedingt versuchen, dieses scheiß Boot zu erwischen, ne? Warum weiche ich nicht einfach aus? Wäre vielleicht die gesündere Variante. Aber nee. Ich muss es ja mal wieder voll risken hier. In der Wolke siehst du nichts, ne? Ist auch schön. So, hopefully, ich komme jetzt mal ein bisschen weiter. Hat die Hütte zersprengt. Dick wirft hier mit Dynamitstab. Ich hoffe, ich hab's euch einen schönen Zeppelin kaputt zu schießen. Kann man nicht ein paar Bomben einfach reindonnern? Boah, ich lebe noch. Aber das kann nicht mehr lange so gehen. C. Sieht aus wie ein neuer Levelabschnitt oder so. Oh, teilweise mit Sprachsamples. Nein! Das war auch ein Sprachsample. Nein! Jetzt darf ich die normal machen. Oh Gott, nee. Das ist aber jetzt nicht wahr. Ist irgendwie ein Coin runtergefallen.
Stapel, den selber kann man anscheinend nicht weiter vernichten. Boah! Ich muss sagen, das ist aber ganz schön hart, ey. Leute. Aber ansonsten nice. Aber ich würde jetzt gerne doch mal noch ein Stückchen weiterkommen hier. Ich habe den Trainer vorher ausgeschaltet. Weil ich wollte es natürlich mal wieder besser wissen, ne? Beziehungsweise mit Trainer, denke ich, dann geht das nachher länger als nötig. Also, aller guten Dinge sind drei. Not bad, das Game, muss ich sagen. Aber ey, schwer. Die Comic-Grafik täuscht über den echt argen Schwierigkeitsgrad hinweg. Und vor allem, wie da heißt es, mach's kaputt, bevor es dich kaputt macht. Warum muss ich denn auch immer dahin? Ich kann doch einfach ausweichen, aber... Nee, ich will's ja immer wissen, ne? Wie der Perfektionist hier. Wenn du es nicht hinkriegst, dann lass es doch bleiben, Tomaniac. Lass es einfach. Es führt zu nichts. Nur zu Herz, Kasper. Und ihr könntet jetzt auch mal sterben. So. Na, oh, nee. Ich komme hier null weit. Was sind das hier aus, wie die Mäuschen da schwarz werden? Ach, Mann! Das ist gar nicht so easy, du. Muss ich tatsächlich gleich nochmal laden und einen Trainer einschalten, damit ihr da mal seht, was das Game noch zu bieten hat, weil ich einfach zu doof bin, es aus freien Stücken selber zu schaffen. Es sieht fast danach aus. Sollte das gleich tatsächlich der Fall sein, dann werde ich das wohl so machen müssen. Aber anders kriege ich es ja nicht hin. Oh. Finne Partia. Ja, schöne Scheiße. Ja, also ich glaube, ich sehe mich gezwungen, das nochmal zu laden und einen Trainer einzuschalten. Mal kurz gucken, ob es auch so funzt. Falls nicht, muss ich wohl... Na? Ne, natürlich. Da kackt er mir komplett ab. Okay, ich lad's nochmal mit Trainer drin und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich ihn nochmal reingeladen und zwar mit unendliche Leben. Da sieht man jetzt auch nochmal das Titelbild. Das ist eigentlich ganz nice gemacht. Und ich hätte auch Unverwundbarkeit und sowas einschalten können, aber so einfach wollte ich es mir jetzt noch auch wieder nicht machen. Und ich will einfach jetzt mal noch bis zu diesem einen Level mich durchschießen, wo man sich dann von hinten durch diesen Tunnel fliegen sieht, weil es noch eine ganz coole Sequenz ist, wie ich finde. Ja, und das wollte ich euch eigentlich mal zeigen. Ich hoffe, ich komme jetzt da noch irgendwie mal hin. Ich hoffe, es ist jetzt etwas einfacher mit unendlich Leben. Macht er dann immer ein Stückchen weiter vorne, macht man dann weiter. Cartello A. Wir probieren es also nochmal. Lass es einfach. Lass. Wo kam das jetzt her? Was war das? Leg mich am Arsch. Was war's? Ach, nee, da. Moi. Scheiße, Mann. Ne? Scheiße, Verdammte. Doch nicht. Der Autofeuer ist irgendwie nicht. Oho, Schwein gehabt. Damals auch wieder den Zeppelins hier, ey. Schweinenasen. Gibt's auf. Coins. Also für manche Sachen scheint man hier Geld zu kriegen. Vielleicht auch, wenn man die Fässer erwischt. Nee.
Was war das denn schon wieder? Ich habe wieder nicht gesehen, was mich getroffen hat. Menno. Nochmal, irgendwann werden wir es können. Und wenn ich eine halbe Stunde brauche, um bis zu diesem Levelabschnitt zu kommen, Leute. Und auch wenn das dann wieder keine Sau guckt, ist mir das voll Schwanz. Ich zock das jetzt, bis ich da bin. Da habe ich dich aus der Hose geschossen, wa? Freundgönner. Ich weiß nicht, was da könnten hier auch noch irgendwelche Schüsse kommen. Hä? Was mache ich denn unten drunter? Also man kann auch noch die Höhe steuern, stelle ich gerade fest. Also anscheinend, wenn man, ja, den Feuerknopf gedrückt hat und dann nach vorne steuert. Oh, wie oft muss ich die Scheiße jetzt denn noch machen? Genau, Knopf gedrückt halten und Hebel zu mir, dann bin ich wieder oben. Knopf gedrückt halten und Hebel nach vorne, dann bin ich unten. Ich bleib jetzt aber hier oben, anscheinend ist das etwas sicherer. Aber ich kann mich auch täuschen. Schon wieder von irgendeiner Scheiße getroffen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich will wenigstens in den nächsten Levelabschnitt kommen. C, jawohl. Ich hoffe, ich muss dann nicht. Nein! Wehe, ich muss jetzt nochmal den einen Abschnitt machen. Ja, leck mich da am Arsch! Oh! So langsam hasse ich es. Ich werde das heute noch schaffen. Verdammte Axt! Gibt's ja nicht! Kann doch nicht wahr sein, ey! Ich werde doch wohl bis hinter dieses scheiß C-Schild kommen. Dass ich diesen Dreckszeppelin hier nicht normal machen muss. Bitte! Scheinen anscheinend tiefer zu fliegen. Wenn ich jetzt da vorne nochmal anfangen muss, dann drehe ich durch. Nein! Oh, es ist zum Kotzen, es ist so zum Kotzen. Ich stelle gleich doch auf unverwundbar. Nein, es soll einfach nicht sein. Ich weiß, was das heißt. Das heißt, findet's bitte selbst raus. Ich bin zu dämlich heute Abend. Ich schaffe es nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich bin zu doof. Ganz einfach. Ich will nicht sterben. Auf da hinten zu schießen, du Kackboot. Da juckt mächtig der Triggerfinger. Vor allem, warum können die und warum kann ich nicht? Es reicht jetzt. Boah, ich will hier durchkommen. Verdammte Axt. Leck mich am Arsch. Nein! Ey, wenn ich jetzt da vorne nochmal anfangen muss. Oh, Cartello E. Oh, ja, vielleicht kommt's jetzt. Dann kriegt es wenigstens noch zu sehen. Ey, ich bin ja so kurz am Abkacken, Herzklabastallo. So, genau, das wollte ich euch zeigen. Bäm, das wollte ich euch zeigen. Blam. Also, ich kann hier nach rechts oder links. Oh, und muss hier gut reagieren, weil. Also hier wird nicht geschossen. Wird nur gesteuert. Nach rechts oder links. Aber, oh nein. Oh. Ihr seht schon, es hat's in sich. Das Game ist echt verdammt schwer. Ob ich es hier überhaupt rausschaffe ohne Crash? Das sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, ich bin durch. Prost. Ja, verdammte Axt. Ich kann mir jetzt irgendwas kaufen. Aber was soll das sein? Esaurito. Wahrscheinlich kann ich mir gar nichts kaufen. Ich habe ja nur 10 Credits. Das heißt also, ich kann mir nichts kaufen. Nix. Was ist das? Esaurito 50. Resto. Her mit der Kohle. Ich nehme das Geld. Keine Ahnung. Eski.
Also, auf geht's in die nächste Runde. Da fliegen wir noch ein bisschen rum. Level 2 Cartello E. Jetzt habe ich aber endlich mal so einen Eindruck gekriegt, was das Game so zu bieten hat. Und man sieht schon hier, ne, es ist verdammte Scheiße schwer. Fliegende Elefanten an rosa Luftballons. Das sah aber geil aus, wenn der Elefant abstürzt. Also, es ist irgendwo auch lustig gemacht. Also, es ist knuffig. Aber, Leute, das täuscht über den Schwierigkeitsgrad hinweg. Der ist monsterhart. Das könnt ihr mir glauben. Ja, und das ist jetzt einfach nur Glück, dass ich noch lebe. Und das kann sich nur noch um Sekunden handeln, bis das vorbei ist hier. So, ich hätte unendlich leben, aber... Ja, nee, ist klar. Ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Boah, ey, das geht ganz schön auf die Flosse. Ja, nee. Nein, oh. Scheißdreck, ist das knapp da. Jetzt habe ich aber momentan ein bisschen mehr Glück als Verstand. Aber ein ganz kleines bisschen. Boah, ich glaube, da bin ich irgendwie unter dem Schuss weggetaucht. Das war eine verdammte knappe Geschichte. Die Elefanten. Das sieht aus. Juhu, stürzt. So lustig. Aber ey, ganz schön happig. Boah, ein Wunder, dass ich noch lebe. Ne, aber es wird wahrscheinlich gleich. Hey. Ich sag nix. Leck mir am Arsch. Also in dem Levelabschnitt habe ich aber jetzt mal verdammtes Glück. Oder anscheinend bin ich immer in der richtigen Höhe, dass ich gerade nicht erwischt werde. Ah, da gibt's nochmal so ein Tunnel-Level. Okay. Meine Fresse, da habe ich mich jetzt aber tapfer geschlagen. Das finde ich irgendwie richtig cool gemacht. Das ist ein echt cooles Game eigentlich, aber ey, mega hart. Na, an der Frustgrenze, wie man vorhin gemerkt hat. Boah, Reaktionstest. Kann klappen, muss aber nicht. Ich glaube, es klappt. Ja, ich bin durch. Nächste Welt, bis zum nächsten Crash. Dann soll das reichen, dann habt ihr genug gesehen, glaube ich. Boomerang. Extra Velocita? Was ist denn Dietro? Boomerang. Komm, wir nehmen den. Ja, und damit bin ich dann auch pleite. Boomerang-Kit. Danke. Komm, das Päckchen raus. Acme Boomerang. Ich hoffe, den schieße ich automatisch jetzt. Wäre noch wünschenswert, dass man hier noch nicht noch irgendwelche Extra-Tasten drücken muss, weil man hat ja nur eine. Livello 3, Cartello 1. Aha! Ja, hier geht was doch. Ich treffe nur irgendwie mit den Bumerangs nichts. Momentan habe ich das Gefühl, Moment mal, bin ich jetzt doch unverwundbar, obwohl ich unendlich Leben nur eingestellt habe? Da kann ich wirklich getroffen werden. Teste das mal. Irgendwie scheine ich jetzt doch unverwundbar zu sein. Ja, dann würde ich sagen... Nee. Dann würde ich sagen, reicht das mal so als Einblick. Das war also Bomba Bob auf dem Amiga. So sieht das also aus. Also wirklich cool gemacht, so knuffige Comic-Grafik und so. Und verdammt schwer, echt hart. Also diese Knuffigkeit täuscht echt drüber hinweg, wie hart das Game eigentlich ist. Nichts für kleine Kinder, du. Oh meine Güte, ey, da kriegst du eine Sehenscheidenentzündung, wenn du das eine halbe Stunde lang zockst.
Aber irgendwie trotzdem ein geiles Game. Also mir gefällt's. Wie gefällt's euch denn? Schreibt's mir mal in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen, wie ich jetzt Frust beim Ausprobieren. Und wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Wenn's heißt, zock mal wieder mit Tomaniac. Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, Leute.